Matthias Fuchs vom Gymnasium bei Kreiburg hat mit seiner Ganganalyse im Eigenbau den Landeswettbewerb von Jugend Forsch gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Als wir uns vor 2 Tagen unterhalten haben und du dein Projekt vorgestellt hast, hast du gesagt, wie toll das ist, überhaupt hier zu sein. Ja? Und jetzt bist du auch noch Landessieger. Es geht weiter zum Bundeswettbewerb. Was heißt das jetzt für dich? Also erstmal bin ich unheimlich glücklich darüber, dass ich dahin fahren darf. Aber es heißt auch für mich mehr Stress, weil ich mache jetzt bald Abitur und es ist genau in der Abiturphase. Aber ich denke, dass ich das auf jeden Fall schaffen werde. Aber ich bin auf jeden Fall beeindruckt und stolz drauf, dass ich so weit gekommen bin. Was ist noch zu tun? Das ist ja nochmal ein Schritt. Also ich habe jetzt von den Junioren sehr viel Feedback bekommen für die schriftliche Arbeit und auch für das Standdesign und auch für die Software selber. Das heißt, ich habe jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall noch einiges zu optimieren, von dem Code her, vom Stand aussehen und auch jetzt ziemlich zügig die Arbeit, weil die muss dann relativ bald wieder abgegeben werden. Wir drücken die Daumen. Alles Gute, Matthias. Vielen Dank.